In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem der wichtigsten Sätze der Physik überhaupt, nämlich mit dem Energieerhaltungssatz. Zuerst schauen wir uns an, wie sich die Energieerhaltung geschichtlich entwickelt hat. Danach klären wir einige Begriffe, die für das bessere Verständnis der Energieerhaltung notwendig sind. Dann folgt der wichtigste Teil des Videos, wo wir uns kinetische und potenzielle Energien anschauen und wie sie zur Energieerhaltung führen. Das Ganze schließen wir mit einem Beweis der Energieerhaltung mit Hilfe des Newtonschen Axioms und ganz zum Schluss werden Beispiele folgen, die dir zeigen, wie du Energieerhaltung in der Realität einsetzen kannst. Falls du keinen Bock auf das ganze Video hast, einfach zu den Abschnitten wechseln, die dich interessieren. Los geht's! Das Prinzip der Energieerhaltung hat eine lange Geschichte, die erst mit der Formulierung des Energiebegriffes begann. Das Wort Energie taucht zum ersten Mal bei Aristoteles auf und steht dort für das Prinzip des Bewegens, das Prinzip, welches das Mögliche zum Wirklichen machte. Schon Leonardo da Vinci stellte fest, dass es eine Unmöglichkeit wäre, ein Gerät zu bauen, welches nach der einmaligen Inbetriebnahme unaufhörlich weiterarbeitet. Ein Perpetuum mobile war und ist nicht umsetzbar, da ein Teil der Energie immer aus dem System, zum Beispiel durch Wärmeentstehung, schwindet, sodass das Gerät keine Arbeit mehr verrichten kann. Gottfried Wilhelm Leibniz versuchte als einer der ersten eine mathematische Beschreibung der Energie zu formulieren, die mit der Bewegung zusammenhing. Er bezeichnete die Bewegungsenergie als lebende Kraft, vis viva. Seine Formel für die lebende Kraft lautete m mal v². Zu Leibniz' Zeiten wurde ein entscheidendes Experiment von einem französischen Physiker Willem Jacob Gravesande gemacht, welches später für die Beschreibung der Energie aufgegriffen wurde. Er nahm zwei Messingkugeln, die er mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf eine weiche Oberfläche fallen ließ. Dabei hatte eine doppelt so schnelle Kugel eine viermal so tiefe Grube hinterlassen. Bei dreifacher Geschwindigkeit war die entstandene Grube sogar neunmal so tief. Nun, als Leibniz und Newton schon längst tot waren, manifestierte sich eher die Newtons Philosophie der Bewegungsgröße, nämlich eine Kraft F, eingewirkt auf ein Objekt für eine bestimmte Zeit Delta T, ist die Änderung der Bewegungsgröße. Ein französisches Fräulein, Émilie du Châtelet, eine gute Freundin von dem weltberühmten Philosophen Voltaire und die Anhängerin der Vis-Viva-Formel, war keine Pusse, die Angst hatte, gegen die Mehrheit der Männerwelt vorzugehen. Nein, nein, mit Hilfe der Vis-Viva-Formel von Leibniz und den experimentellen Ergebnissen von Gravesande zeigte sie die Richtigkeit der Leibniz-Philosophie der Bewegung. Nämlich eine Kraft F, eingewirkt auf eine Strecke Delta D, ist die Änderung der Vis-Viva. Heute wird die Newtons Formel M mal V als Impuls bezeichnet, während die Formel von Leibniz die Bewegungsenergie darstellt. Später wurde die Vis-Viva-Formel M mal V² durch den Franzosen Gaspard Gustave Coriolis zu 1/2 mv² korrigiert, was heute als kinetische Energie bekannt ist. Die heutige Bezeichnung kinetische Energie geht übrigens auf Lord Kelvin zurück. Kelvin, nicht Kevin. 1798 führte Benjamin Thomson Messungen der Reibungswärme durch und kam auf die Idee, dass Wärme eine Form der Bewegungsenergie war. Der Engländer Thomas Young, von dem übrigens das Doppelspaltexperiment stammt, benutzte als erster den Begriff Energie, und zwar als eine Summe kinetischer und potenzieller Energien. In einer Publikation schrieb er, "The product of the mass of a body into the square of its velocity may properly be termed its energy." Als Julius Robert Meyer, ein deutscher Arzt, sich über verschiedene Blutfärbungen wunderte, je nachdem, wo er sich gerade mit seinem Handelsschiff befand, kam er ebenfalls wie Benjamin Thomson auf den Gedanken, dass Wärme und Bewegung keine gänzlich verschiedenen Erscheinungen waren, sondern beide eine Form von Energie darstellten. Der junge Arzt äußerte einen sehr entscheidenden Satz bezüglich der Energieerhaltung. Er sagte, dass die Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann. Das war eine wichtige Erkenntnis, die zum modernen Verständnis von Energie geführt hatte. Auf die gleiche Erkenntnis kam ein paar Jahre später ein britischer Physiker James Prescott Joule. Er entdeckte unter anderem die Gleichheit von mechanischer Arbeit und Wärme. Dazu führte er beispielsweise den nach ihm benannten Joule-Versuch durch, wo er einer thermisch isolierten Wassermenge mechanische Arbeit von außen zuführte und danach die erhöhte Temperatur des Wassers maß. Es sah wohl so aus, dass die Wärme einfach nur eine andere Form der mechanischen Arbeit war. Es war etwas Gleiches, nur eben in einer anderen Form. Wärme, Arbeit, das alles schien auf etwas Gleiches hinauszulaufen. Bedauerlicherweise führte die Energieerhaltung zu einem rechtlichen Streit zwischen Robert Meyer und dem Herrn Joule.
Obwohl Robert Meyer als erster die Energieerhaltung formulierte, wurde der Streit trotzdem von Joule gewonnen. Deshalb wird heute die Einheit der Energie nicht in Meyer, sondern in Joule angegeben. Der Verlust des rechtlichen Streits konnte Meyer nicht verkraften, also sprang er in einem Nervenzusammenbruch aus dem zweiten Stock seines Hauses, blieb jedoch am Leben. Der Weg vom mechanischen Wärmeäquivalent zu einer Formulierung des ersten Hauptsatzes als Energieerhaltungssatz war dem deutschen Physiker Hermann von Helmholtz vorbehalten. 1847 veröffentlichte er die Arbeit über die Erhaltung der Kraft, in der er den allgemeinen Energieerhaltungssatz ausführlich und vor allem wissenschaftlich formulierte. Doch was die Energieerhaltung und andere Erhaltungssätze zu einer Grundlage der Physik machte, war das sogenannte Noether-Theorem von einer deutschen Mathematikerin Emmy Noether. Es besagt, dass man Erhaltungssätze als eine prinzipielle Symmetrie der Welt auffassen kann. Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße. Das heißt, es gibt bestimmte Merkmale eines Systems, die unverändert bleiben, wenn wir es drehen oder spiegeln oder. Die erste angebliche Verletzung des Energie- und Impulserhaltungssatzes wurde beim Beta-Zerfall festgestellt, denn beim Beta-Zerfall fehlte ein Teil der Energie. Ein Neutron zerfiel in ein Proton und ein Elektron, deren Energie kleiner war als die des Neutrons. Später wurde aber dieses Rätsel durch den österreichischen Physiker Wolfgang Pauli gelöst, indem er ein schwach wechselwirkendes Teilchen, das sogenannte Neutrino, voraussagte. Und dieses Teilchen wurde tatsächlich 23 Jahre später in einem der ersten großen Kernreaktoren experimentell nachgewiesen. Kommen wir nun zu den Begriffen, die wir noch klären sollten, um die Energieerhaltung besser zu verstehen. Einer dieser Begriffe ist das sogenannte Kraftfeld. Wenn wir eine Masse an irgendeinem Ort in der Nähe des Gravitationsfeldes der Erde platzieren, dann erfährt diese Masse eine bestimmte konstante Kraft, die ausschließlich von der Höhe abhängt und nicht vom Verlauf der Zeit. Wir sind also in der Lage, jedem dieser Orte eine Kraft zuzuordnen, die den jeweiligen Ort charakterisiert. Das klassische Kraftfeld ist also dieser Raum, in dem an jedem Punkt dieses Raumes eine gewisse Kraft wirkt, wenn wir dort ein Objekt platzieren. Diese ganze Summe an Kräften, die zum Erdmittelpunkt gerichtet sind, stellen das Gravitationsfeld dar. In diesem Fall ist es sogar ein konservatives Feld. Konservatives Feld heißt, es wäre völlig egal, ob ich ein Objekt von der Höhe H1 auf Höhe H2 auf diesem Weg oder auf diesem Weg bringe. In einem konservativen Feld, wie im Falle des Gravitationsfeldes, ist die Höhendifferenz des Start- und Endpunktes entscheidend, nicht der Weg an sich. Auch wenn ich das Objekt sehr, sehr schnell zum Endpunkt bringe oder ganz, ganz langsam, energetisch kommt das Gleiche wieder raus. Die Reibung dagegen ist ein gutes Beispiel für ein nicht konservatives Kraftfeld. Denn bei dem Weg bis zum Punkt H2 würde das Objekt einen Teil seiner Energie an die Umgebung aufgrund der Reibung verlieren, zum größten Teil in Form von Wärme. Ein längerer Weg würde also dementsprechend mehr Energie kosten als ein kürzerer Weg. Die Ausübung der Schwerkraft durch das konservative Kraftfeld hat zur Folge, dass sich das Objekt in Richtung des Erdmittelpunktes beschleunigt wird. Betrachten wir irgendein Intervall zweier Orte, zum Beispiel die Strecke zwischen S1 und S2, die mittels der Krafteinwirkung von einem Objekt zurückgelegt wurde. Dann ist die verrichtete Arbeit das Produkt aus der Kraft und der Verschiebung vom Ort S1 zum Ort S2. Die Arbeit ist eine skalare Größe. Ich weiß nicht, wie weit du in Mathe bist, aber wir multiplizieren hier zwei Vektoren, zwei gerichtete Größen miteinander, nämlich den Kraftvektor mit dem Ortsvektor. Und das ergibt eine reine Zahl, einen sogenannten Skalar. Das Skalarprodukt berücksichtigt nur die Kraftkomponente, die in Richtung des Weges zeigt. Um also die Arbeit im physikalischen Sinne verrichten zu können, muss die Kraft parallel zum Weg oder eben unter einem bestimmten Winkel wirken, aber nicht rechtwinklig. Das Skalarprodukt ist 0 und somit auch die Arbeit. Es gilt die Beziehung, Arbeit ist gleich F mal S mal Cosinus Alpha. Wenn du also ein Gewicht anhebst, dann verrichtest du eine Arbeit, die notwendig ist, um das Gewicht anzuheben. Wenn du dann so stehen bleibst oder mit dem angehobenen Gewicht anfängst zu gehen, dann verrichtest du im physikalischen Sinne keine Arbeit, denn der Weg steht senkrecht zur Kraft. Die Arbeit kann entweder positiv oder negativ sein, also mit Vorzeichen. Und das ist ganz praktisch, denn dann können wir sofort sehen, ob am Objekt oder vom Objekt Arbeit verrichtet wird.
Wenn wir am Objekt die Arbeit verrichten, dann ist das Vorzeichen positiv, denn wir fügen dem Objekt zusätzliche Energie zu. Und wenn die Arbeit vom Objekt verrichtet wird, dann ist sie entsprechend negativ, denn wir ziehen ja ihm die Energie ab. Das schwere Feld der Erde zum Beispiel übt eine Kraft auf das Objekt aus, führt ihm also eine Energie zu. Zusammengefasst lässt sich sagen, Arbeit, die einem System zugeführt oder vom System abgeführt wird, wird als Energie abgespeichert. Je mehr Energie das System besitzt, desto mehr Arbeit kann es verrichten. Arbeit ist ein Prozess, Energie ist ein Zustand. Die Einheit der Energie, benannt nach einem britischen Physiker, ist Joule. Ein Joule ist die Energiemenge, die benötigt wird, um eine Sekunde lang eine Leistung von einem Watt zu erbringen. Eine gewöhnliche Glühlampe besitzt zum Vergleich 100 Watt Leistung. Wir bräuchten also 100 Joule, um die Glühlampe eine Sekunde lang leuchten zu lassen. Grundsätzlich lässt sich sagen, unterschiedliche Energieformen können ineinander umgewandelt werden. Sei es die chemische Energie, Gravitationsenergie, Wärmeenergie oder. Umwandlung ja, Vernichtung und Erzeugung nein. Die Gesamtenergie ist zu jedem Zeitpunkt konstant, sie entsteht nicht aus dem Nichts. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir ein abgeschlossenes System betrachten. Es darf also nicht mit der Umgebung wechselwirken. Rein theoretisch versteht sich. In der Realität findet immer irgendwo eine Wechselwirkung statt. Ein System lässt sich praktisch gesehen nicht komplett von der Außenwelt isolieren. Die nicht mögliche Isolation des Systems wäre das eine Problem. Das andere Problem ist die Ausdehnung des betrachteten Objekts. Bei der Berechnung der Energie bzw. Arbeit betrachten wir Objekte, zum Beispiel Autos oder Planeten, als Punktmassen. Das heißt, die ganze Masse des Autos oder des Planeten ist in einem unendlich kleinen Punkt konzentriert, was in der Realität natürlich nicht der Fall ist. Also dienen die ganzen Berechnungen der Punktmechanik lediglich einer Näherung an die Realität, die mathematisch sehr einfach aufgebaut ist und trotzdem relativ genaue Ergebnisse liefert. Erhaltungsgrößen wurden eingeführt, weil sie eine Möglichkeit bieten, mit deren Hilfe physikalische Vorgänge zu berechnen, und zwar auf einer einfachen Art und Weise. Denn wir müssen beispielsweise keine Bahngleichungen des Pendels aufstellen, um etwas über seine Geschwindigkeit bei einem bestimmten Ort sagen zu können. Wir können sie einfach mit dem Energieerhaltungssatz abschätzen. Dazu müssen wir lediglich die Anfangsbedingungen kennen. Man kann mit dem Energieerhaltungssatz jedoch nichts über die Zeit aussagen. Man kann nicht sagen, wann das Pendel eine bestimmte Lage erreicht. Dazu müssten wir die Bahnkurve kennen. Lassen wir nun einen Apfel aus 10 Meter Höhe fallen. Dann aus 20 und dann aus 50. Wir werden feststellen, dass das Einschlagloch deutlich tiefer ist, wenn der Apfel aus einer größeren Höhe fallen gelassen wird. Bei dieser Beobachtung äußert sich die sogenannte potenzielle Energie oder auch Lageenergie genannt. Dabei wären die Einschlaglöcher deutlich tiefer, wenn wir das gleiche Experiment auf dem Jupiter durchführen würden. Da ist nämlich die Fallbeschleunigung deutlich größer, was mit einem stärkeren Gravitationsfeld verbunden ist. Die potenzielle Energie bezieht sich nicht nur auf Gravitationsfelder, sondern auch zum Beispiel auf elektrische oder magnetische Felder. Die verwendete Formel für Höhenenergie im Gravitationsfeld, M mal G mal H, ist nur eine Näherung. Denn je weiter wir von der Erde entfernt sind, desto schwächer wird die Anziehungskraft. Der Bezugspunkt der potenziellen Energie kann beliebig festgelegt werden. Denn das Einzige, was bei der potenziellen Energie wirklich entscheidend ist, ist die Differenz zweier Potenziale. Ob wir das Nullniveau direkt auf der Erdoberfläche oder auf der Fallhöhe definieren, ist völlig egal. Die Differenz und somit der Betrag der Energie bleibt so und so gleich. Kinetische Energie ist die Energie der Bewegung. Jedes sich bewegende Objekt besitzt eine kinetische Energie, die von seiner Masse und seiner Geschwindigkeit abhängt. Sie wird dem Objekt bei seiner Beschleunigung, zum Beispiel vom Ruhezustand aus, zugeführt. Nachdem wir einen Körper der Masse m auf die Geschwindigkeit v beschleunigt haben, indem wir auf ihn mit einer Kraft f über eine Strecke s eingewirkt haben, haben wir ihm damit eine Energie zugeführt, f mal s. Während dieser Zeit wurde vom Körper eine Strecke v mal t zurückgelegt. Da wir ihn innerhalb dieser Strecke beschleunigt haben, nahm die Geschwindigkeit zu. Deshalb wird die Durchschnittsgeschwindigkeit betrachtet, also der Mittelwert, 1/2 mal v mal t. Diese Kraft ist dabei Masse multipliziert mit der Beschleunigung, m mal a. Einsetzen in die Energieformel ergibt m mal a mal 1/2 mal v mal t.
Unter der Voraussetzung, dass wir den Körper gleichmäßig beschleunigt haben, ist a mal t eine Geschwindigkeit v. Dies ergibt die kinetische Energie 1/2 mal m mal v². Die klassische Formel der kinetischen Energie kann jedoch bei sehr hohen Geschwindigkeiten nicht mehr aufrechterhalten werden. Es kommen einfach falsche Ergebnisse heraus. Aus diesem Grunde müssen wir bei hohen Geschwindigkeiten, die einen beträchtlichen Teil der Lichtgeschwindigkeit ausmachen, die relativistische Energieformel verwenden. Die relativistische kinetische Energie ist dabei Gesamtenergie minus Ruheenergie. E kinetisch ist gleich E gesamt minus m mal c Quadrat, wobei die Gesamtenergie folgendem Ausdruck entspricht. Die Gesamtenergie setzt sich aus kinetischer und potenzieller Energie zusammen. Die potenzielle Energie ist abhängig vom Ort. Es spielt also eine Rolle, ob ich mich auf 10 Meter oder auf 20 Meter Höhe befinde, denn durch eine andere Lage besitze ich eine andere potenzielle Energie. Nun müssen wir uns klar machen, was eigentlich Energieerhaltung bedeutet. Wikipedia sagt uns, dass also die Gesamtenergie eines isolierten Systems sich nicht mit der Zeit ändert. Was heißt das? Mathematisch gesagt, die Ableitung der Gesamtenergie nach der Zeit muss 0 ergeben. dE nach dt ist gleich 0. Egal wie lange wir warten, die Energie bleibt gleich. Natürlich unter der Voraussetzung, dass keine äußeren Kräfte auf das Objekt wirken. Schauen wir uns nun an, ob die zeitliche Ableitung 0 ergibt. Zuerst die kinetische Energie. Sie beträgt nämlich 1/2 mv². Die Geschwindigkeit ist eine zeitliche Ableitung des Ortes. Schreiben wir das um. 1/2 mal m dx nach dt ins Quadrat. Das Ganze abgeleitet nach der Zeit ergibt 1/2 mal m mal 2v mal a. Bei der Ableitung haben wir natürlich die Produktregel angewendet. Äußere Ableitung von v Quadrat ist 2 mal v mal die innere Ableitung, also die Ableitung der Geschwindigkeit. Und die Ableitung der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung. Die 2 kürzt sich weg. So, jetzt noch die potenzielle Energie ableiten. Sie hängt aber nicht direkt von der Zeit, sondern vom Ort ab. Der Ort dagegen ist zeitabhängig. Also betrachten wir sozusagen die Änderung der potenziellen Energie bezüglich der zeitlichen Ableitung des Ortes. Und das ist die Ableitung der potenziellen Energie nach dem Ort mal die Ableitung des Ortes nach der Zeit. Addieren wir nun die beiden zeitlichen Ableitungen der kinetischen und potenziellen Energie, so erhalten wir die zeitliche Ableitung der Gesamtenergie. Klammern wir die Geschwindigkeit aus. Laut Newton wissen wir, dass eine Kraft das Produkt der Masse und der Beschleunigung ist. F ist gleich m mal a. Setzen wir diese Formel in unsere Ableitung der Gesamtenergie ein und erhalten folgenden Ausdruck. Soweit so gut, dieses dE nach dx muss auch noch verarztet werden. Da die Energieerhaltung nur in konservativen Systemen gilt, können wir die Ableitung der Energie nach dem Ort als ein Kraft- bzw. Gradientenfeld auffassen. Die Kraft ist dabei negativ, zeigt also in Richtung abnehmender potenzieller Energie. Nach dem Einsetzen heben sich die Kräfte weg und wir erhalten 0 als zeitliche Ableitung der Gesamtenergie. Somit haben wir gezeigt, dass die Energie in einem konservativen System erhalten bleibt. Du hast wahrscheinlich nichts verstanden, oder? Okay, dann verringern wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen. Wir müssen zeigen, dass die Summe potenzieller und kinetischer Energien zu jedem Zeitpunkt konstant ist. Potenzielle Energie plus kinetische Energie ist die Gesamtenergie, die konstant bleibt. Das heißt nichts anderes, dass die beiden Energieformen sich ineinander umwandeln können, so viel sie wollen. Die Gesamtenergie bleibt gleich. Verstanden? Gut. Kinetische Energie war 1/2 mal m mal v². Und potenzielle Energie war m mal g mal h. Wobei die Höhe h, wie wir wissen, Differenz der Start- und Endhöhe ist. Also diese Verschiebung vom Startpunkt bis zum Endpunkt. Soweit so gut. Setzen wir das Ganze in unsere Behauptung ein und multiplizieren die Klammer aus. Die Geschwindigkeit v ist nichts anderes als eine Beschleunigung g multipliziert mit der Zeit t. Der Fall ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das heißt, bis zur Endhöhe hat das Objekt eine Strecke von 1/2 mal g mal t Quadrat zurückgelegt. Diese Formel kennst du hoffentlich aus der Kinematik. Diese setzen wir für Endhöhe ein. Wie du nach einer kleinen Umstellung sehen kannst, hebt sich ein Teil weg. Übrig bleibt m mal g mal h ist gleich Gesamtenergie. Wir haben also gezeigt, dass am Punkt der Endhöhe die kinetische Energie und die durch den Fall abgenommene Höhenenergie
sich aufgehoben haben, so dass am Ende die Gesamtenergie, die auf der Starthöhe vorgegeben war, erhalten geblieben ist. Energieerhaltung lässt sich ganz gut am freifallenden Körper verdeutlichen. Bringen wir ihn auf 10 Meter Höhe, so besitzt er eine Höhenenergie, nämlich m mal g mal h. Lassen wir den Körper fallen, so nimmt die Höhenenergie aufgrund der Abnahme der Höhe ab. Diese Energie verschwindet aber nicht ins Jenseits, sondern wird in kinetische Energie umgewandelt, 1/2 mal m mal v². Nach dem Gleichsetzen beider Formeln sehen wir, dass die Masse m sich wegkürzt. Es spielt also im Prinzip keine Rolle, welche Masse fallen gelassen wird. Umformung nach v ergibt 14 Meter pro Sekunde. Solange wir die Fallhöhe kennen, sind wir in der Lage, für jeden Punkt des Falls eine Geschwindigkeit des Körpers zu bestimmen. Wenn du mal so einen Apfel im Garten deiner Oma fallen siehst, dann denk an die Energieerhaltung, denn damit kannst du super easy die Auftreffgeschwindigkeit des Apfels abschätzen. Und deine Abschätzung wird sicherlich deutlich genauer sein als bei demjenigen, der dieses Wissen nicht besitzt und die Geschwindigkeit rein intuitiv abschätzt. Energieerhaltungssatz kann nicht nur auf den freien Fall, sondern auch auf schiefe Ebene angewendet werden. Entweder man nutzt einen umständlichen Weg mithilfe der Kräfte, Winkel und der Bewegungsgleichung, oder man nutzt eben die Tatsache aus, dass Energie in einem System erhalten bleibt. Packen wir den Körper ganz oben auf die schiefe Ebene, so führen wir dem eine potenzielle Energie zu. Lassen wir den los, dann setzt er sich in Bewegung und wandelt dabei die zugeführte potenzielle Energie in Bewegungsenergie um. Klar, oder? Die Geschwindigkeit lässt sich leicht am Endpunkt angeben. Dazu müssen wir lediglich die Höhe der Ebene kennen. Damit rechnen wir die potenzielle Energie eines Körpers auf der Höhe h aus, sagen wir mal 10 Meter Höhe, mit der Formel m mal g mal h. Nun, aufgrund der Energieerhaltung wissen wir, dass am Ende der schiefen Ebene, wo die Höhe 0 ist, dass die Höhenenergie sich jetzt komplett in die Bewegungsenergie umgewandelt hat. Gleichsetzen der potenziellen mit der kinetischen Energie und dem anschließenden Umformen und Einsetzen ergibt eine Geschwindigkeit von 14 Metern pro Sekunde. Ist das nicht unglaublich? Wir können mit sehr einfachen Formeln Geschwindigkeiten des Körpers an jedem Punkt dieser schiefen Ebene berechnen, ohne jeglicher Winkel, ohne Masse des Körpers, ohne irgendwelcher Kräfte. Das kann ein herunterrollender Fahrradfahrer sein, ein Skifahrer oder. Betrachten wir nun ein Fadenpendel. Lenkt man das Pendel aus, so schwingt es zwischen zwei Umkehrpunkten und erreicht seine höchste Geschwindigkeit am Ort des Potentialminimums. An den Umkehrpunkten, wo das Pendel stehen bleibt, ist die kinetische Energie 0 und die potenzielle Energie maximal. Unabhängig von der Position des Pendels hat die Summe aus kinetischer und potenzieller Energie einen konstanten Wert, den wir durch die anfängliche Auslenkung vorgegeben haben. Mensch, schon wieder die Energieerhaltung. Selbst bei der Loopingbahn findet der Energieerhaltungssatz Anwendung. Dazu müssen wir nur den Radius R der Loopingbahn kennen, um beispielsweise sagen zu können, aus welcher Höhe die Maschine herunterrollen muss, um die Loopingbahn zu überwinden. Da, wo die Maschine anfängt nach unten zu rollen, ist die Geschwindigkeit näherungsweise 0. Also hat sie nur die Höhenenergie m mal g mal h, die beim Herunterrollen allmählich in die Geschwindigkeit umgewandelt wird. Die Frage ist nur, ob diese Geschwindigkeit ausreichend ist. Hierbei müssen wir eine entscheidende Information kennen, nämlich dass am höchsten Punkt der Loopingbahn zwei Kräfte wirken. Die Gewichtskraft m mal g wirkt nach unten, während die Fliehkraft m mal v² durch r entgegengesetzt der Gewichtskraft wirkt. Was folgern wir daraus? Nun, es ist klar, dass die Fliehkraft größer oder zumindest gleich der Gewichtskraft sein muss, sonst stürzt die Maschine einfach nach unten. Unser Vorrat an Energie ist vorgegeben durch die Starthöhe. Am höchsten Punkt muss die Maschine die Energie aufweisen, die gleich unserer vorgegebenen Energie ist. Also die potenzielle Energie am höchsten Punkt der Loopingbahn plus die kinetische Energie dort ist gleich unserer vorgegebenen Energie, wegen der Energieerhaltung und so. Würden wir jetzt diese Formel nach der Geschwindigkeit umformen, würden wir erfahren, wie schnell sich die Maschine am höchsten Punkt der Loopingbahn bewegen würde. Die Frage ist, ob diese Geschwindigkeit ausreicht. Deshalb wird nach v² umgeformt und direkt in die Formel der Fliehkraft eingesetzt. So, jetzt ist unsere Bedingung an der Reihe, nämlich dass die Fliehkraft größer oder gleich der Gewichtskraft sein muss. Nun wird die Ungleichung mit dem Radius r erweitert und die Klammer ausmultipliziert, um den Ausdruck zu vereinfachen. Wie man sieht, kürzt sich m mal g weg.
So, jetzt minus 4r auf die andere Seite bringen, ausklammern und durch 2 teilen. Als Ergebnis haben wir eine Bedingung herausbekommen, die aussagt, aus welcher Höhe die Maschine starten muss, um die Loopingbahn überwinden zu können. Die Starthöhe muss mindestens 5 halbe des Radius entsprechen. Also zum Beispiel bei einem Radius von 5 Metern muss die Starthöhe mindestens 12,5 Meter betragen. Sonst